Schönes Foto. Ah, das Foto stresst ja nur so vor Putzigkeit. Davon muss ich eine Kopie anfertigen. Oder zwei. Hier, nimm das als Zeichen dafür, dass ich deine Expertise in Sachen Niedlichkeit anerkenne. Lockstimme. Haben wir da einfach irgendwas gleich mit Sangern? Für sich geschlossen, dass es in der Runde erhört wurde. Okay, interessant. Hört sich ganz gut an. Du warst stärker als ich, obwohl ich ernst gemacht habe. Wir sind alle schon gespannt, wie weit nach oben du es an unserer Akademie schaffen wirst. Oh ja. Yeah. Jetzt habe ich ja alle vier besiegt und jetzt fehlt nur noch Joe. Da bin ich der Champ auch in einer. Also in der Akademie von einer. Egal. Ja. Ja, du bist der Champ. Das war's. Du hast die Top 4 der Blaubeerliga besiegt. Tara liebt einfach alles, was niedlich aussieht. Und gerade das scheint der Grund dafür zu sein, dass ihre Pummeln so stark sind. Sie ist so Fanat in ihr Team, dass sich das Training für sie gar nicht wie Arbeit anfühlt. Schon krass. Aber es scheint bei dir ja ähnlich zu sein, oder? Keiner, ja. Davon sollte sich ein gewisser Jemand, der sich unter andere und andere opfert... Achso, davon sollte sich ein gewisser Jemand, der sich und andere opfert, nur um stärker zu werden, meine Scheibe abschneiden. Er meinte Joe. Ist dir übrigens aufgefallen, dass Tara zu allen höflich ist, nur nicht zu mir? Frag mich warum. Hä? Ihr beide seid doch die coolsten hier. Wie kann das sein, dass ihr euch nicht versteht? Du hast dich echt in kürzester Zeit in der Blaubeerliga nach oben katapultiert. Bin mächtig beeindruckt. Jetzt musst du es auch bis zur Spitze durchziehen, oder Girl? Nur wer alle Blaubeer Top 4 besiegt hat, darf den aktuellen Champ Joe herausfordern. Na endlich, ich warte schon ewig. Von dir hätte ich erwartet, dass du die Top 4 schneller besiegst, Maike. Sorry, ich habe ein bisschen gebraucht. Tut mir leid, ich habe ein schwächeres Team diesmal genommen. Sag mal, Joe, bist du richtig versessen auf Maike? Das sagt der Richtige, so fleißig wie du sie unterstützt. Ha, ich habe nur getan, was jeder gute Bro tun würde und war nett zu einer neuen Schülerin. Von wegen. Ich habe keine Ahnung, was du vorhast, aber damit ist jetzt eh Schluss. Maike? Lass uns einen für alle mal herausfinden, wer von uns beiden stärker ist. Endlich ist es soweit. Ich bin echt gespannt. Für den Kampf um Platz 1 kannst du dich beim Empfang am Eingang anmelden. Also dann, spann mich nicht länger auf die Folter. Auf geht's. Warte, wir sollen wirklich jetzt schon den Kampf machen gegen Joe? Jetzt gegen Joe kämpfen? Leute, willkommen zurück, aber... Will ich das? Also mein Team sieht ziemlich gebrochen aus, muss ich sagen. Also... Ja... Ich glaube, da soll ich auf jeden Fall erstmal heilen gehen. Wo ist denn der Kampf? Ist der in der Mitte? Oder ist der woanders? Oder ist der? Hm? Wird der nicht angezeigt? Ist der eben Zentralplatz? Oder ist er hier? Ah, das ist hier. Am Eingang. Okay, damit wären wir aber auch mehr oder weniger durch jetzt, glaube ich. Glückwunsch! Das ist gesiegt. Oh, mehr sagen die nicht. Okay, ich dachte, die sagen ein bisschen mehr. Nein, das tun sie nicht. Okay. Ich denke, mein Team ist solide. Nicht krass. Nicht gebalanced. Aber in Ordnung. Ich denke nicht, dass wir First 2 schaffen werden. Gegen Joe. Ich denke nicht, dass wir das tun werden. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich werde es wohl versuchen müssen. Wo bin ich? Okay, ich schätze, wir sollen einfach hier nur hier mit der Dame reden, oder? Dann taucht wahrscheinlich Joe schon von alleine. Ah ja, okay. Jo, Maike. Hier, kannst du dich für offizielle Kämpfe der Blaubeerliga anmelden? Der Name war Maike, ne? Ja, okay, ja, ich mach das schon. Kein Problem. Augenblick. Maike, du und Joe habt euch doch angeblich gut verstanden, ne? Stimmt's? Ja, ich würde schon sagen. Ja, verstehe. Ich persönlich kann mit dem Typen nicht viel anfangen. Früher hat Joe keinen Ton gesagt und sich immer nur hinter Hannah versteckt. Null Selbstvertrauen. Aber an Pokémon-Kämpfen hatte er Spaß wie kein anderer. Da ist er richtig aufgeblüht. Und dann hat er sich irgendwann plötzlich verändert. Jetzt ist er gnadenlos. Weder sich selbst noch anderen gönnt eine Pause. Das wird kein gutes Ende nehmen, wenn ihm nicht jemand die Augen öffnet oder so. Ich hab's leider nicht geschafft. Hatte mich wohl zu sehr ans Leben auf der faulen Haut gewöhnt. Sorry, dass ich das jetzt dir überlassen muss, Girl. Danke für die Geduld. Anmeldung hat alles abgeschlossen. Ja, möchtest du jetzt gegen Joe kämpfen? Der Champ der Blaubeerliga? Jo, ich versuch's mal. Wie schwer kann das schon werden? Ja, okay, verstanden. Ja, wird begünstigt beginnen. Also dann, ich zähl auf dich, Maike. Die übrigen Top 4 und ich werden dich anfeuern. Kommt jetzt wirklich schon Finale? Das wäre echt krass.
Ding! Ja. Ding, dong, dong! Es folgt eine Mitteilung der Blauberliga. Auf dem Kampfplatz im Eingangsbereich findet gleich ein Kampf des Champs statt. Wer sich diesen Kampf ansehen möchte, möge sich im Eingangsbereich versammeln. Ding, 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 ding. Joe! Wie er da rumsteht. Geht's jetzt los? Scheinbar ja. Endlich! Ich habe mich so sehr angestrengt, um dir zu zeigen zu können, wie stark ich bin, Maike. Ich habe wie verrückt gebüffelt und meine Pokémon trainiert. Ich habe die Top 4 weggefegt und bin Champ geworden. All die harte Arbeit. All das. All das habe ich getan, um die hier und jetzt zu besiegen, Maike. Du willst mich, du hast alles gemacht, nur um mich zu besiegen, nur weil ich dich einmal knapp besiegt habe? Oh Mann. Joe meint es wirklich ernst, oder? Ja, wenn er mit Dragoran und Quaxo anfängt, ja, dann meint er es ernst. Okay. Ich habe nichts falsch gemacht und ich sorge dafür, dass du das einsiehst. Sorry, nur weil ich Ogapon habe und du nicht? Geht's darum? Geht's immer noch darum? Oh Mann. So, auf Quaxo und den Launenlaser auf Dragoran. Das versuche ich jetzt. Aber ich habe das Gefühl, ich werde instant sterben dadurch. Ja, Mann. Es ist Dragoran. Das war klar. Ah. Nee, ich bin nicht vorbereitet für den Kampf, wie bemerkt. Na, erkennst du jetzt, wie viel stärker ich bin? Ganz anders als damals in Kitakami, was? Damals? Das ist gar nicht mal so lange her. Ein paar Wochen her. Ein paar Monate höchstens. Also, ja. Na gut. Voltwechsel! Oh, er überlebt das wegen der Beere. Aber. Nur Hälfte? Oh no. Ach, Menno. Ach, egal. Aber egal, ich beginne noch mit einem Typen-Nachteil. Okay, wenn du das sagst. Ah, wegen der Quetzalbeere. Die ist aber richtig krass, wenn die Hälfte der des Schadens wegmacht. Wow. Okay, ich habe ja trotzdem noch Vater Litscher, der stattdessen rein kann. Und gleichzeitig habe ich auch noch. Ich könnte theoretisch mehr lieber nochmal reintun. Ja, komm, tu ich doch mal Bellybot rein. Ich weiß sowieso gar nicht, was ich tun soll. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das Dragoran am besten loswerde. Ob das Spukball gut wäre. Ich will es mal ausprobieren. So, und du machst den Donnerblitz auf Quaxo. Das ist jetzt der Plan und ich hoffe, es funktioniert. Ey, hätte das mich gekillt, ne? Hätte das mich. Ach, es hätte mich vielleicht sogar gekillt. Schwächenschutz habe ich jetzt aufgebraucht. Ich meine, weil ich einsetzen darf, wäre geil. Ja, darf ich sogar. Ja, geil. Komm, mit Buff. Wow, das ist wenig. Das ist wirklich wenig. Da ist Vater Litscher einfach down. Ei, okay. Donnerblitz! Toll, eins von sechs Pokémon schon mal down. Hier im Regen müsste eigentlich meine Elektroattacken ja stärker sein, oder? In der Theorie. I mean, ne? Okay, ich präsentiere. Komm, ich probier's, ich versuch's. Warum nicht? Go, Freddy! Porygon Z. Das ist ein sehr gutes Pokémon, eine gute Wahl. Ich greife direkt mal an auf Dragoran. Porygon Z ist Typ Normal, hat aber Psycho-Attacken. Ich glaube, so ist es, falls ich mich nicht irre. Ich greife es mal so an und gucke, was passiert. Aber Hyperstrahl? Ja, das ist klar. Haben die Porygon Z gebufft? Also. Okay, es verliert zwar am KP, aber. What the hell? Junge! Ja, danke, dass du meinen Dynamo auflädst, ne? Und Beulenhelm.
Schön. Bam. Warum hat das so viel Damage? Macht du Name wirklich so viel aus? Oh, cool. Freue ich mich drüber. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das Dragoran da wegbekomme, ne? Ich pack super rein. Fuego! Er hat also Fuego als Starter. Feuerkampf. Ja. Ist auch in Smash drin. Genau den gleichen Model. Was? Was ist denn das so? Ausrufezeichen überall. Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen dem Regen. Erdbeben wäre sehr. Nein. Joch. Nein, vielleicht. Wegen Bellybot weiß ich nicht, ob das gut wäre. Ah, verdammt. Ich würde. Doch, Erdbeben. Und dann Voltwechsel. Raus zu. Vater Litscher, wenn es leben würde. Nee, komm, dann lass es dann. Versuch den Gift-Tip reinzukriegen. Anders, wir machen es anders. Du machst den Beleber und der andere greift an. Der wird ja nämlich gebufft. Ja, Vater Litscher würde ich sogar sagen, actually. Stimmt, Aquaknoll können wir einsetzen jetzt gegen Fuego. Ja, das machen wir. Probieren wir es aus. Probieren wir es aus. Mogelieb, du Idiot! Hehehe, das kennt mich nicht. Aber was ist denn viel Damage? Was zur Hölle? Wieso macht das so viel Damage? Angriffssinkt, das juckt mich nicht. Dynamo! Und Beulenhelm, yeah. Aquaknarre macht. Ja, okay, das ist Aquaknarre. Aber das ist gar nicht mal so schlecht, wie es hier gerade läuft. Also doch, für Super schon. Super sitzt down. Aber ich kann ja jetzt nochmal jemand anderen beleben oder Vater Litscher heilen. Ist die Überlegung. Dass ich, glaube ich, einen Beleber einsetze. Und Belly Bolt! Voltwechsel. Auf Fuego. Sollte ungefähr gleich viel Damage machen wie Aquaknarre. Aquaknarre ist halt echt schwach. Ich weiß nicht, warum ich das noch drin habe. Müsste ich eigentlich auswechseln, ne? Eigentlich schon. Ja, super stirbt. Das war mir klar. Was? Dark Lariat? What? Okay, ich weiß gar nicht, was das für eine Attacke ist. Ich hab grad zum ersten Mal gelesen, oder? Ich habe es komplett vergessen. Das kann auch sein, aber... Naja, es hört auf zu regnen. Oh, okay. Ogerporn kommt rein. Und Freddy kommt rein. Wir versuchen's. So, los Freddy. Und los Ogerporn. Na, was sagst du dazu, Joe? Wie kannst du es wagen, hier und jetzt den Oni einzusetzen gegen mich? Wie kannst du nur? Boah, entspann dich. Was ist dein Problem? Rankenkeule, oder? Machen wir einen anderen Angriff? Nee, machen wir Rankenkeule auf Fuego und Freddy macht Blutmond auf Dragoran. Wir versuchen's. Und irgendwann wird jetzt down gehen von meinen Pokémon. So, Fuego ist down, das ist schön. Platsch. Was ist das zweite, dritte Pokémon von ihm? Ich weiß es nicht mehr. Oh, nice. So, jetzt Blutmond! Warte. Warte. Blutmond! Oh yeah! Oh, das sehe ich gern. Also, ich muss sagen, bisher war Levi schwerer. Der war bestimmt der schwierigste von denen. Jetzt verlierst schon endlich! Ich gebe doch schon alles! Wieso? Wieso was? Wieso verlierst du? Oh, Hydrapfel! Oh! Ja, die Nicht-Shiny-Version von dem Ding. Und ein Ulanga. Ulanga. Süßer Nektar. Verströmt einen süßen Geruch. Ausweichwert. Kann ich nicht rausswitchen oder was soll das bedeuten? Ah, das sind schon seine letzten Pokémon. Ja, sieh mal einer an. How the tables have turned, Kumpel. Ne, ich mach sogar Rankenkeule mal auf. Oder Fußkick. Ich mach Fußkick. Du wirst wie viel Damage das macht. Und du. Versuch es zu heilen.
Ich brauche mein altes Ich nicht mehr. Ich bin jetzt anders und verändere mich doch weiter. Das habe ich leider gemerkt, Joe. Ja, okay. War klar, dass er auf die Tropfe macht. Das war irgendwie klar. Wow. Aber es sieht echt cool aus. Ha, Reflektor, okay. Okay, interessant. Naja, egal. Zumindest durfte ich angreifen. Und mich einmal kurz freshen. Ich werde es aus eigener Kraft schaffen. Diesen Kampf gewinne ich! Launenlaser. Oh oh. Oh oh. Oh nein! Ich hätte angreifen sollen. Freddy! Oh, ich hätte nicht sagen sollen, dass der Kampf einfacher ist. Wir sind jetzt schon auf unsere letzten beiden Pokémon und die sind beide fast down. Nicht so gut, wie es gerade läuft. Rankenkeule wäre halt geil noch, jetzt einzusetzen. Ich glaube, Olanga ist gerade nicht so wichtig. Ich glaube, Heidrapfe zu besiegen ist gerade wichtiger. Würde ich jetzt mal vermuten. Ah, wollen wir was jetzt machen? Wollen wir Terra Crystallizen? Typ Wasser? Einfach nur so? Just for fun? Können wir ja mal machen. Und den Blättersturm hinterher. Wir probieren jetzt einfach mal, ne? Wenn er es macht, dann tue ich es auch. Das auf sein Lieblings-Pokémon. Ogaborn. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass die Maske riesig wird. Ja. Das ist das Einzige, was sich ändert. Erinnerungskraft. Spezialverteidigung. Nein! Das muss jetzt richtig hart reinhauen, sonst habe ich ein Problem. Ich habe mein Problem. Ich bin down. Das killt mich. Das killt mich nicht. Noch nicht. Ey, komm, ich habe ein paar Doppelleber. Das ist der Champ-Kampf. Ich muss jetzt irgendwas machen. Was ist das Klügste, was ich jetzt machen kann? Mich aufheilen? Nicht wirklich. Das war eigentlich verschwendet. Ich dachte, der Angriff würde viel mehr Damage machen, aber hat er nicht. Super hält doch gar nichts aus. Naja, also nicht so viel jetzt. Belly Ball hat den Beulenhelm. Das ist halt geil. Ja, ich schätze, das könnte ich machen, aber ich will jetzt auch nicht alle Top-Beleber auf einmal verwenden. Vor allem, weil ich glaube, dass sie alle so lange überleben. Ein Crit. Das ist ganz toll für dich. Ganz schön. Freue ich mich über dich. Hast du toll gemacht. Guck mal, was du getan hast. Joe, du hast Ogapon besiegt. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Alter. Das Problem ist Hydrapfel und nicht Olanga. Nur, dass wir uns mal hier einig sind. Ja. Ja. Ich heile jetzt jemand anderen noch. Er setzt Drachenattacken ein. Eigentlich will ich mal Fatalice ausprobieren, ehrlich gesagt. Deshalb tue ich das jetzt auch. Ich weiß, ich verschwende hier mehr oder weniger meine Top-Beleber. Aber ich meine, wie gesagt, das ist ja wahrscheinlich der schwerste Kampf. Champ-Kampf. Ich wüsste nicht, was danach noch sonst kommen sollte. Also kann ich jetzt auch mal ruhig benutzen. Zumindest ein paar Stück. Das killt mich nicht. Nein. Nein, das kriege ich mich nicht. Aber der Beulenhelm greift dich an. Erstmal Dynamo, danke. Und der Beulenhelm. Schön. Erdkräfte, das killt mich. Ja. Und das war ein Crit. Und das war nicht schön. Wow. Ja, das Problem ist, nee. Geiler Satz, oder? Ja, das Problem ist nee. Mhm. Habt jetzt alle verstanden. Kommt Belly Ball jetzt sofort wieder rein? Das wäre geil. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Tiefschlag. Ja, daneben. Daneben. Das ist. Ja, das ist sehr geil. Okay.
Bellybolt, du! Ja, was machst du? Du belebst doch jemand anderen wieder. Oder so. Wie sieht's mit deren Leben aus? Ah, die sind halt beide noch so über der Hälfte. Das ist nicht schön. Das ist zu viel. Ah, die sind alle so langsam. Verdammt. Nein, das bringt nichts. Ja, aber angreifen macht noch weniger Sinn. So, du kannst aber angreifen. Versuch mal den Quirlschuss. Versuch ihn einfach mal. So, ich tue Freddy rein, weil bei Freddy, weiß nicht, bei Freddy habe ich einfach Hoffnung. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Wow! Komm, das müssen wir jetzt wieder reinholen. Mit dem Quirlschuss. Ja, auf Olanga sogar noch mehr. Wie viel, wie viel? Nicht genug. Mist. Das killt mich. Ja. Ist klar. Okay, Leute. Ich glaube, ich wage jetzt was Riskantes. Blutmond mit Quirlschuss. Und hoffe, dass ich in der Runde dann beide kill. Ich habe keinen Bock auf hin und her. Wir versuchen es einfach. Ja, 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 ja. Ich hab's überlebt. Quirlschuss. Quirlschuss. Nein! Wenn Blutmond nicht trifft, sogar das Glück hast auf deiner Seite. Das ist unfair. Sowas von unfair. Komm, sei leise, Mann. Wir sind beide fast down. Ein Quirlschuss und beide tot. Außer Blutmond trifft. Ja, Verbrennung ist auch geil. Verbrennung ist auch geil. Brauche ich nur noch ein paar Beleber-Spam. Außer das reicht aus. Yes. Ich bleib dabei. Hydrapfen ist ein richtig starkes Pokémon, aber im DEC, im zweiten DEC, fand ich den Levi-Kampf schwieriger, der Drachentyp da, den wir nochmal gesehen haben. Den fand ich schwieriger. So, Olanga, das war's mit dir. Kannst schon mal Bye-Bye sagen, denn es ist vorbei. Und wenn du meinen Vater Lidja killst, das ist mir jetzt so schnuppe, denn du hast verloren. Joe, gib auf, es ist vorbei. Ja. Feiern brauchst du nicht. Aber not bad. Not bad. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich ihn jetzt schwerer fand als im ersten DLC. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Was? Krasse Musik auch. Nein! Was? Er hat verloren? Tja, das war's. Gehen wir. Was? Warum? Wie kann das sein? Das ist nicht möglich! Nein! Nein! Ihr habt beide alles gegeben. Ich war Feuer und Flammen vor dem Kampf. Mark, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Levi, nein! Das war ein guter Kampf, ihr beiden. Hat nur nicht so gut für dich geendet, was? Ex-Champ? Oh Gott. Der Arme hat einen Nervenzusammenbruch und der haut noch auf die Wunde. Du hast echt geschafft, Girl. Aber jetzt bist du der neue Champ der Blaubeerliga. Wenn jemand zum Champ wird, kriegt er zur Feier einen Preis von der Akademie. Und ich darf ihn dir überreichen. Ernsthaft? Noch eine Meisterball? Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber man kriegt jetzt gerade in diesem Monat Dezember, hier kriegt man ja einen Meisterball einfach so geschenkt. Und noch einen? Jetzt habe ich drei Meisterball in diesem Spiel. Was zur Hölle? Hey Joe, ich konnte dich besiegen und habe deshalb vielleicht kein Recht, dir das zu sagen, aber hab doch wieder Spaß an der Sache, so wie früher. Gewinnen zu wollen ist gut, jeder will gewinnen. Aber man kann auch zu versessen auf etwas sein und sich dadurch selbst im Weg stehen. Das kann ich nicht mit ansehen. Also, lass uns doch einfach alle verlieren. Was? Ich werde nicht verlieren. Nächstes Mal werde ich gewinnen. Nächstes Mal auf jeden Fall.
Joe, Kumpel, es ist vorbei. Entspann dich, bitte. Maike, ich... Oh je. Dürfen wir kurz stören? Was gibt's denn? Also, erstmal Glückwunsch zu deinem Sieg, Maike. Du warst echt toll. Normalerweise würden wir das feiern wollen, aber die momentane Lage ist ehrlich gesagt etwas kompliziert für uns. Wir müssen uns erstmal organisieren. Organisieren? Natürlich, was denkst du denn? Wenn Maike Champ ist, dann ist sie auch Leiterin der Liga AG. Aber sie ist eine Austauschschülerin, was die Situation zu einem absoluten Sonderfall macht. Wie soll es mit ihr und der AG in Zukunft weitergehen? Es gibt so viel zu besprechen. Oh, ja, jetzt wo du es sagst. Und wenn Joe jetzt zum Top-4-Mitglied heruntergestuft wird, heißt das ja, dass Matt raus ist. Denn, naja, du bist halt der Schlechteste von uns. Was? Echt? Oh nein! Zuallererst sollten wir Joe fragen, was er machen will. Joe. Dies ist ein Aufruf an die folgenden Schüler. Joe, der Champ der Liga AG. Levi, der Anführer der Top 4. Hannah aus der 3-2 und die Außerschülerin Maike. Miss Branner wartet mit Gästen auf euch. Bitte begebt euch unverzüglich zum Klassenzimmer der 1-4. Aha, Miss Branner vom ersten DLC. Ausgerechnet jetzt, worum es wohl geht. Aber Joe ist gar nicht mehr der Champ. Levi, sowas jetzt zu sagen, das ist echt ein absolutes No-Go. Jedenfalls sollten wir Miss Brianna nicht warten lassen, sonst gibt's Ärger. Geh schon mal vor, Maike. Aber Matt. Ich werde dafür sorgen, dass Joe auch mitkommt und wenn ich ihn tragen muss. Eieiei, er hat das nicht gut angenommen, aber hey, First Try besiegt. Warte, schon reinzoomen. First Try besiegt. Hab ich dafür noch so ein Emote? Moment. Oh yeah. Ich hab gewonnen. Du hast verloren. Yeah. Guck mich an. Da mache ich jetzt ein Selfie für meinen Pokegram-Post. Okay, genug Cringe. Gehen wir weiter. Du, Klassenzimmer 1-4. Brenner, was will die denn hier? Die hat uns ja begleitet, als wir bei Kitakami waren. Nur wegen ihr waren wir überhaupt in Kitakami, also... Nur wegen ihr kennen wir überhaupt Joe? I guess? Und Hana? Yo! Wie es aussieht, sind alle hier. Prima. Wir haben heute ganz wundervollen Besuch. Allerdings gab es ein kleines Missverständnis bei der Planung und unsere Gäste wurden gerade für eine Besichtigung des Schulgeländes abgeholt. Ich bin sicher, sie sind bald zurück, also fange ich schon mal mit der Erklärung an. Besetzt euch! Ja, wie schön, ein Stuhl. Ein Segen für meine müden Knochen. Du benimmst dich wie ein alter Mann! Übrigens, Maike, mir ist zwar zu Ohren gekommen, dass du dir in der Blaubeerliga einen Namen gemacht hast, aber ich hätte nicht erwartet, dass du sogar Champ werden würdest. Was für ein überragendes Verdienst! Danke. Entschuldigen Sie, Miss Branner, aber können wir das eigentliche Thema zu sprechen bekommen? Ja, klar. Ja, okay. Da war unbedacht von mir. Tut mir leid. Nur gut. Kommen wir gleich zur Sache. Ich möchte, dass ihr mich begleitet. Und zwar auf einer Erkundungsreise an einen verborgenen und rätselhaften Ort. Zone 0. Zone 0? Ist das nicht dieser Ort in Paldea, zu dem Sie die ganze Zeit wollten? Sie haben also die Erlaubnis bekommen. Ich habe hauptsächlich vor, dort das Phänomen der Terra-Kristallisierung zu untersuchen und Kristallproben zu sammeln. Aber es gibt da auch ein bestimmtes Pokémon, das ich finden möchte. Das legendäre Pokémon Terrapagos, das in Zone 0 schlummert. Legendär? Terrapagos? Das klingt ziemlich aufregend. Was macht sie denn jetzt hier? Und die anderen aus... die andere da... Da sind sie ja, Signora Sagaria. Ich habe mir erlaubt, schon mal ohne sie anzufangen. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Wow, Signora Sagaria. Champ Maike. Ich hätte nicht gedacht, dich ausgerechnet hier zu treffen. Ah, verstehe. Du bist also als Austauschschülerin hier, klar. Maike ist außerdem gerade Champ der Blaubeerliga geworden. Tatsächlich? Du verfügst wirklich über unvergleichliches Talent. Wundervoll. Umso besser, dass du hier bist, Champ Maike. Miss Brianna, dürfte ich die Erklärung des Details übernehmen? Selbstverständlich.
Erst einmal möchte ich mich nochmal vorstellen. Ihr kennt mich zwar, aber ich bin Zagaria oder Zagaria, wie auch immer. Ich bin Präsidentin der Pokémon-Liga in Paldea. Vor mehr als 10 Jahren unterstützte die Pokémon-Liga Forschungen zu Zone 0, einem Gebiet, das sich in einem Schlund im Zentrum Paldeas befindet. Die Forschungen sind nun abgeschlossen, aber wir übernehmen weiterhin die Verwaltung des Schlunds. Zone 0 ist ein Ort voller Geheimnisse und Gefahren. Wir erlauben grundsätzlich niemanden, sie zu betreten, geschweige denn zu erforschen. Allerdings sieht die Sache momentan etwas anders aus. Es besteht die Gefahr, dass brutale Pokémon von dort in die Außenwelt gelangen könnten. Es werden daher beschleunigst weitere Nachforschungen benötigt. So die Pokémon-Liga kann weder das Personal noch die Zeit aufbringen, um zu Null tätig zu werden. Und deshalb... Deshalb wurde ich für diese Aufgabe auserkoren, da ich schon seit geraumer Zeit darum bitte, dort Untersuchungen anstellen zu dürfen. Es beschämt mich zutiefst, dass wir nicht besser auf diese Situation vorbereitet sind. Doch auf die Blaubeerakademie gehen viele talentierte Schüler, die im Trainieren von Pokémon bestens bewandert sind. Und ehrlich gesagt auch ein bisschen besser als bei uns. Und wenn Champ Maika auch an eurer Seite ist, fällt es mir gleich leichter, diese Expedition ins Leben zu rufen. Das ist natürlich rein freiwillig, aber es wäre eine große Erleichterung für mich, wenn ihr mitkämmt. Was meint ihr? Wollt ihr denn? Ich bin dabei! Ich habe nichts anderes erwartet von dir, Champ Maika. Also, ich gehe mit, denke ich. Danke, dass du dich wie immer uns anschließt. Sorry, aber ich verpasse euch. Ja, die Liga AG ist gerade voll in Aufruhr. Da kann ich mich nicht einfach so verdünnisieren. Außerdem habe ich keinen Bock drauf. Ja, klar. Hat sicher nichts damit zu tun, dass du einfach nur zu faul dafür bist, ha? Huh? Ich schätze, was mich durchschaut. Aber es würde mich interessieren, was unser Ex-Champ vorhat. Ich gehe auch mit. Wenn es dort ein legendäres Pokémon gibt, will ich es treffen und fangen. Diesmal wirklich. Interessant. Dann ist es beschlossene Sache. Schade, dass du nicht dabei bist, Levi. Mit Michael, Hannah und Joe und mir sind wir dann zu viert. Das sind erfreuliche Neuigkeiten. Ich bin euch allen zu großem Dank verpflichtet. Ich kann es kaum erwarten, von euren faszinierenden Ergebnissen zu erfahren. Sie können sich auf mich verlassen, Signora Zagaria. Mein großer Traum, Zone 0 zu erkunden, steht endlich kurz vor der Verwirklichung. Sobald ihr eure Vorbereitungen abgeschlossen habt, treffen wir uns vor der Brücke am Eingang. Bist du schwer, hier 10.000 Texte zu lesen. Aber ihr habt's gehört, Leute. In der nächsten Folge geht es los mit dem, naja, mit dem legendären Pokémon hier. Oh, was? Nanu, das ist aber kaltherzig von dir, Champ Maika. Möchtest du dich noch ein bisschen mit uns unterhalten? Ja, doch. Bald gehen. Können wir es machen. Schön, dich zu sehen, Champ Maika. Hallo, ich bin Armin von der Partie. Hätte nicht gedacht, dass wir uns hier über den Weg laufen würden. Auch fern der Grenzen unserer Region scheint es als Champ halt eher sein Talent unter Beweis zu stellen. Macht man halt so ein Champ, ne? Nicht einfach nur rumsitzen und nichts tun. Mir war von Anfang an klar, was für ein außerordentliches Talent du bist. Das stimmt, ein ganz außerordentliches Talent. Und außergewöhnlich dreist noch dazu. Jeder weiß, dass man den Stund nicht ohne Erlaubnis betreten darf und du spazierst trotzdem einfach rein. Ich bin mächtig sauer deswegen. So macht man das als Champ? Ob du Champ bist oder nicht, ist völlig egal. Was verboten ist, ist verboten. Beruhig dich, Kay. Ihr ist ja nichts passiert. Außerdem stünde es jetzt ziemlich schlecht um Paldea, wenn Champ Michael zu Null nicht betreten hätte. Stimmt schon, aber... Na gut, dem obersten Boss zuliebe will ich mein Auge zudrücken. Wie du siehst, hat sich Kay wirklich Sorgen um dich gemacht. Nun dann, Champ Michael. Diesmal begibst du dich mit offiziellen Erlaubnis der Pokémon-Liga nach Zone 0. Nur eine Handvoll Leute wissen, was sich dort in den Tiefen mit der Zeitmaschine zugetragen hat. In Anbetracht eurer anstehenden Expedition habe ich Miss Brianna über die Gefahren in Zone 0 informiert, jedoch ohne ins Detail zu gehen. Ach ja, wolltest du dieser Brianna nicht etwas geben? Ach, du hast recht, verdammt, ich hab's gerade vergessen. Champ Michael, kannst du sie geben? Indigo-blaue Scheibe? So heißt ja die DLC. Eine geheimnisvolle indigo-blaue CD, die dir vom Top-Champ überreicht wurde. Sie scheint mit Zone 0 in Verbindung zu treten. Was ist das? TM? Das ist eine Scheibe, keine TM. Die ist der Forscher in Zone 0 an seinen Geldgeber geschickt hat. Wir haben sie von unserer Forschungsabteilung untersuchen lassen und herausgefunden, dass es sich definitiv nicht um eine TM handelt. Sie scheint aber auch kein einfaches Speichermedium zu sein. Wir wissen nicht, wie und wofür sie genutzt wird. Doch sie hat sicher etwas mit Zone 0 zu tun. Ich dachte mir, da ich sowieso dorthin begibt, könnte sie die gleich mit untersuchen. Nebenbei, das klingt so locker flockig, als würdest du sie bitten, auch noch ein bisschen Kartoffelsalat mitzubringen. Doch, ich muss dich bitten, sie mir zurückzugeben, falls ihr ihren Verwendungszweck nicht herausfindet. Es gibt noch vieles in Bezug auf Zone 0, was unerklärt ist.
Auch wenn du schon einmal am tiefsten Punkt warst, solltest du dich vor dem Gelände und den Pokémon dort in Acht nehmen. Als Champ liegt es an dir, die anderen anzuführen und zu beschützen. Ich würde echt gerne mitkommen, aber hab leider schon Hände voll zu tun. Siehst du, dass du dich nicht übernimmst, Michael? Dann verabschieden wir uns jetzt mal. Au revoir. Ja, also ich war schon so oft in Solano, hab da schon sehr viel Gescheit in die Hand und werde es auch wieder tun, also, ja. Ich denke nicht, dass das da ein Problem sein wird. Oder was meint ihr?